Hallo YouTube, hallo, hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Wir sind wieder da und wir versuchen 18.000 Punkte zu bekommen. Wir machen ja jetzt 3er-Runden. Ich habe es diesmal hoffentlich richtig eingestellt. 3 Runden und ich würde sagen, wir gehen direkt los und versuchen herauszufinden, wo wir in der Welt abgesetzt werden. Wo landen wir heute? Ist es Chile? Wir werden es wissen in wenigen Sekunden. Flonk, Deutschland. Niederlande. Ja. Sah auf jeden Fall Dänemark. Ah, Dänemark hat auch gelbe Kennzeichen. Gut zu wissen. Sah auf jeden Fall sehr, sehr deutsch-ähnlich aus, nicht? Das erkennt man irgendwie doch schon. Aber gut, blauer Radweg wäre auch für Dings komisch gewesen. Wir sind an einer guten Stelle, an der Autobahnabfahrt, würde ich sagen, ist das. Ich folge der Spur einfach mal. Sollte sich ja relativ gut finden lassen, würde ich sagen. Oh, muss noch meinen Ventilator machen. Der Raum ist einfach schlecht klimatisiert. So, da haben wir doch was. Malmö, Kopenhagen. Da oben wollen wir hin. Über die E20 indirekt. Also sind wir wahrscheinlich irgendwo hier. Wir sind aber auch irgendwo an der E20 und E47. Wo ist die E47? Wenn wir die haben. Da unten. Warte mal. Ja, da müssen wir ja hier sein. In Koge. Dann sind wir hier wahrscheinlich. Avedore Holm. Ah, da steht Holm. Gut, es geht hier nur darüber hin, nicht? So, wo ist Holm? Maribo, Koge, Bodensee, Kolding. Oh, das ist ein Stadtteil. Aarhus, das kann natürlich auch sein. Oder ein kleines Ding hier. Avedore Holme. Avdrup. Vidore. Ist die 21 auf jeden Fall. Also wir müssen schon hier irgendwo in der näheren Nähe sein. Hier unten wäre die 27. Wir sind nicht auf der E47, wir sind aber auf der 20. Könnten aber auch auf die 20 Richtung Malmö. Okay. Wir sind nicht auf der E47. Aber es ist auch gleichzeitig die E47 und die E21. Eigentlich können wir ja dann nur hier drin sein, wirklich. Eigentlich dann eher hier vielleicht. Avedore Holme, da. Okay, hier sind wir. Ist das ein Flughafen oder... Nee, ist einfach nur so ein aufgeschüttetes Irgendwas, nicht? Okay, und das geht Richtung Süden. Das heißt, wir sind hier oben sogar drin. Also, es geht nach Kopenhagen, aber wir sind ja eigentlich in Kopenhagen. Okay, Kopenhagen C geht das. SV, C Zentrum. Okay, das heißt, wir könnten auch weiter oben noch sein. Aber da wir auf der 21 auffahren könnten und auf der 20 sind, bleibt eigentlich fast nur die Stelle hier. Das ist die 20 und 21 oder ist das bedeutet das Ausfahrt 21? Okay, aber wir gehen zurück. Wir hatten ja hier einen Straßennamen. Avedore Havne. Und dann gucken wir einfach, ob wir die hier sehen. Avedore. Ist auf jeden Fall hier. Trevei. Havenay. Havenay, das wird sein, nicht? Avedore Havenay, ja. Und die andere
sehen wir die auch. Avadora Havnei. Hivni. Havnoi. Gammel. Na, Gammelkogel. Die gute alte Gammelkogel. Gammelkogel. Okay. Das heißt, hier sind wir und wir stehen Richtung Süden auf der linken, also wir gucken Richtung Norden, sind also im Süden und das auf der linken Seite, Bingo Bongo, 8,83 Meter. Das reicht, würde ich sagen, Dänemark besiegt. Und damit geht's in Runde 2. Wo kommen wir heute hin? Philippinen. Oh nee, auch was sehr, sehr Gutes. Domrep, nicht? Oh, das kann lange dauern. Aber sieht schon nach einer gehobenen Gegend aus. Auf jeden Fall Palmen, wir sind auf einer Insel, nicht? Ist, man fühlt es irgendwie oft. Okay, wir sind sogar in einer Gated irgendwas, von dem man das Schild nicht mehr lesen kann. Sehr, sehr gut. Fahren wir nach oben. Vielleicht sehen wir von da mehr. Im Friedhof? Oder was ist das? Ey, lass mich hochfahren. Du kleiner Kakadu. Mittendrin statt nur dabei. Es könnte eine größere Stadt sein Richtung Osten. Ich glaube, hier wird es nicht wirklich weitergehen. Ja. Ey, nein. Ich will da lang, bitte. Das ist alles neu gebaut hier. Oh, noch nicht fertig. Hier könnte noch Häuser erwerben. Die Frage ist, wo geht's hier nur raus aus diesem Scheiß? Ey, was macht der? Also hier ist Navigieren auf jeden Fall okay. Das ist auch dicht. Wir versuchen es mal in die Richtung, ob da die größere Straße kommt. Manzana. Okay, wir können hier leider... Doch, wir können rein. Unavir. Okay, er springt aber krass hin und her. Das macht schwer genau zu sagen, wo man ist, nicht wahr? Ich mach mal Einzelschritte. Okay, so kriegen wir es hin. Geht's. Wir folgen mal dem, nicht? Der wird doch auch rausfahren hier. Ja, hier ist der Ausgang. Da sind wir durch. Okay. Ja, wo die Neubaugebiete waren, die waren immer hier. In dem Teil. Da waren ziemlich viele Neubaugebiete. Aber wahrscheinlich auch hier und dort mal welche. Beim letzten Mal haben wir es nur über den einen Laden gefunden, der da schon gebaut war. Da war wirklich nur Neubaugebiet und ein Laden. Und der hieß dann Mama Rossa oder sowas. Und der war eingezeichnet bei Google, sonst hätte ich es never ever gefunden. Also, ich hätte dann so um 500 Meter hätte ich es eingrenzen können. Ja, wir fahren jetzt mal weiter runter, oder? Oh. Es wird also spannend hier. Aber ich finde es wenigstens eine halbwegs schöne Gegend, nicht? Da fährt man gerne rum und guckt auch mal ein bisschen nach links und rechts. Nach Gester Hermosa Town Center. Okay. Das hilft uns noch nicht so viel. Also ich könnte natürlich jetzt auf der Karte gucken, ob ich Gester Hermosa sehe, aber ich glaube eher nicht, oder? Das sind alles einzelne Stadtteile. Hier kommen viele Autos her, das ist immer gut. Immer Richtung Autos fahren. Oh shit, wir stehen hier mitten im Stau drin, ne? Selbst mit einem Google-Auto im Stau gefangen.
Ah, die Straße ist nicht dafür vorgesehen, dass alle in dieses Neubaugebiet da fahren, wo sie wohnen, was? Auch schön hier mit diesen begrünten Wänden auf jeden Fall. Okay, können wir jetzt wieder. Jetzt können wir wieder. Salon Suppli Sunny di Tony Picapollo. Mhm. Pale de Hasta. Ihr könnt das Fahrrad kaufen. Hey, kommt. Das ist, ja, je nach Preis. Kann das ein Schnäppchen sein? Ich würde zugreifen. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich weiß nicht, wo wir gelandet sind, aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist eine große Straße und da sehen wir die ersten sicheren Hinweise. Wir sind auf der 1. Das ist schon mal gut. Die 1 ist hier und führt hier rein. Nach Pista Duarte. Guck mal, ist das ein Bezirk? Ah, Gäste Hermosa. Okay. Diesmal ist es was richtig Großes, nicht? Das heißt, wir sind hier, wir sind jetzt zur 1 runtergefahren, wahrscheinlich über diesen Weg hier irgendwie. Kennedy Flughafen oder Avenue de Kennedy, nicht? Das stimmt. Das ist, glaube ich, Maximo Gomez. Diese großen Seitendinger hießen immer nach so Berühmtheiten. Louis zu Rores. Kennedy war doch aber eine richtig große. Die hatten wir beim letzten Mal schon, als wir hier waren. Mexiko. Abraham Lincoln. Simon Bolivar. Winston Churchill. John F. Kennedy. Okay. Die hier. Das würde ja auch dazu passen, nicht, dass wir irgendwie hier vielleicht gerade angekommen sind. Und Jardin Botating. Auf der Höhe sind wir. Können wir das noch ein bisschen besser machen? Gut, zu der geht es, nicht? Das kann also auch eine Nebenstraße sein. Nein. Okay, aber reicht mir, dass wir wissen, wir sind auf jeden Fall erstmal gegen Gäste Hermosa gefahren. Und ja, wir kamen ja aus dem Neubaugebiet. Wir könnten zum Beispiel hier rausgekommen sein, aus dem Ding hier. Okay. Jetzt heißt es herausfinden, wo wir hier sind. Vendo. Verkauft, oder? Irgendwo stand doch hier ein Straßenschild. Wir hatten ein einziges Straßenschild. Hacia. Bin ich direkt darauf zugefahren, das eine Mal. Oh, nein. Da standen doch Hinweise. Lass mich da hin. Da steht Campo de Golf. Junta de Venico Isabel Villas. Okay. Salida. Das ist ein Golfplatz. Okay, ein Golfplatz sollte man doch sehen, oder? Campo de Golf. Junta de Venicas. Junta de Venicas. Ökologischer Garten. Ich meine, das kann auch hier alles. Jadamo Mori. Hier. Da ist er. Das ist der Golfclub. Das heißt, wir sind jetzt hier irgendwie. Wahrscheinlich sind wir an einer von den Dingen. Die hier geht nach Osten ab. Ja, dann stehen wir hier bei Calle Villa de Blablabla. Und wir sind da Paseco de Isabel. Paseco de Isabel. Okay. Okay, und wir sind jetzt quasi. Wenn wir um die Kurve fahren nach
Nach Norden. Das ist die hier wahrscheinlich. Da unten ist der. Ey. Lass mich hin. Ey. Oh. Palmarito. Hier ist Palmarito. Okay, dann stehen wir da eher. Also die hier geht nach Osten. Das macht Sinn. Und wir stehen denn in der Akazia drin. Haben wir hier ein Schild vielleicht auch? Ja, das ist ein Schild. Aber steht da was drauf, ist die Frage. Pascal de Garzas. Hier stehen wir. Okay. Da ein bisschen drin. Stehen wir vor dem ersten Haus? Nee. Stehen direkt am Eingang. Also dort. Bengo Bongo. 1,68 Meter. Das läuft ja heute. Hallo Lytro. Und damit geht's in die dritte Runde. Und wir gucken mal, wo es uns hin verschlägt. Oh yeah. Ich mache einen wilden Guess. Panama. Kolumbien. Ich hätte kurz Afrika gedacht, bis ich die Palme gesehen habe. Wieder zu spät. Ah, noch sind wir mittendrin. Die ersten beiden Runden gehen ratzfatz. Du bist jetzt dabei, die 5-Stunden-Runde zu erleben. Ich hoffe mal nicht. Davon mal abgesehen. Also ganz am Anfang hätte ich gedacht, wir sind in Kenia. Jetzt habe ich die Palme gesehen und würde Panama vermuten. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht sind wir auch ganz woanders. Okay, wir sind auf jeden Fall Afrika. Sacred Blabla Primary School. So schreibt man das nur in Afrika hin, nicht? Kisubi. Das ist ja. Ist das Ruanda? Nee, Kisubi. Kisuai. Also Kampala hätte ich erwartet. Kisumi, hier. Da steht nicht Mi. Kisumu. Wer ist denn der Bezirk hier? Vielleicht heißt der andere Kisumu County. Wir fahren mal auf die andere Seite vom Schild. Kisuwai. Wakiso District. Okay, vielleicht ist das sinnvoller. Wakiso District. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so falsch jetzt. Dann war der erste Gedanke gar nicht schlecht, aber dass die Palmen haben. Hier im Nirgendwo. Wakiso. Sehen wir eine Stadt mit Wakiso? Eldoret. Nairobi. Mombasa. Wie heißt denn der Bezirk hier? Kwale. Die Runde verspricht länger zu dauern. Ja. Ups, wo bin ich jetzt hingerutscht? Definitiv. Und du musst gleich wieder weg. Wajir. Nee. Marsat. Mandersa, okay. Ist auch eher grüner. Haben wir hier viele Berge? Ist eher hügelig. Okay, so viele Hügelecken. Ich glaube, die Palmen sind künstlich angepflanzt. Das sind Bananen, nicht? Ja, das sind gar nicht richtige Palmen. Das heißt, wir können ja eigentlich nur hier irgendwo drin sein.
Wes Pocket, Baringo, Bazinga. Transona, Bungoma, Busia, Saya, Homo Bay, Migori, Kizi, Niamri, Narok, Omet. Ah, okay, wird eine kleinere Verwaltungseinheit sein. Oder wir hängen doch hier irgendwie am Rand mit drin oder so. Ist schon mal gar kein schlechter Hinweis, wenn wir später genauer suchen. Nichts zu erkennen auf dem Handy, ja. Das ist der Nachteil von kleinen Handys. Da kann ich nur das Samsung Galaxy Fold empfehlen. Weiß ich nicht, ob ich so ein Fold-Handy wirklich empfehlen würde. Aber, also grundsätzlich ist die Idee ja gar nicht doof, nicht? Dass man das Display erweitern kann, um mehr erkennen zu können. Aber diese Fold-Dinger, die da nicht mal Garantie drauf haben, irgendwie, die brauchen noch ein paar Jahre Entwicklungszeit. Wenn auch früher hatte ich schon Klapp-Handys, nicht? Und das hat wunderbar funktioniert. Ich hatte so ein HTC. Und das war richtig klasse mit Tastatur, wenn man aufgeschoben hat. Aber ein schönes Fleckchen Land hier. Na, Game-Streams generell auf dem vertikalen Format sind halt etwas schwierig. Ja, früher hatte ich das ein bisschen größer gezogen, nicht? Dann fehlten die Ränder. Aber gerade am Rand sind halt die wichtigen Informationen wie Karte, wie Kompass. Jetzt weiß ich nicht, wie wichtig ist es, dass man den sieht oder ob man sieht, wo es hingeht. Das könnt ihr mir ja gerne schreiben. Gerne in den Discord. Damit er endlich mal genutzt wird. Siehst du, für sowas wäre er da. Nur wenn nie jemand dann schreibt da rein auf Feedback, dann sieht er halt verwaist aus. Okay, wir könnten sogar in einer größeren Ecke sein, weil hier hängen sehr viele Sachen zusammen. Ah, schade. Aber das hier ist definitiv Uganda. Das macht dann auch Sinn. Aber die Regionen müssten wir dann finden. Das ist sogar Ruanda. Burundi war, glaube ich, nicht drin. Wie heißen hier die Bezirke? Kigali, Südprovinz. Und das war's, glaube ich. Die haben nicht so viel. Also einer von denen hatte das hier. Aber frag mich mal, welcher. Nur nicht Kenia. Okay, aber wir halten uns alles offen. Ich meine, das kann ja auch nur sein, dass die hier die Schule gebaut haben, nicht wahr? Sowas gibt's ja auch ganz oft. Ich meine, von den Bergen her könnten wir dann höchstens hier unten irgendwo sein. Kinguiri. Da waren wir aber auch echt ewig nicht mehr. Oh, wo fahren wir hier hin? Sheep, Sheep. Authorized Dealer. Auf jeden Fall kein Safari kommen, kann das sein? Was hatten die für ein Ding? Orange oder so? Junior Academy Kampala. Okay. Also Uganda, dann hat Uganda diese Fahne. Okay, das heißt, wir sind auch irgendwo wahrscheinlich hier in der Ecke drin.
Und wir sind da, wo Berge sind. Also entweder hier oder da eher. Mbara. Kisune. Kisune war doch aber ein großes Ding direkt hier, oder? Kisune. Kisubi. Ja. Hulu, Mbale. Heuma. Okay, aber ist schon mal nicht schlecht. Wenn wir die Schilder ein bisschen besser lesen könnten, dann wäre es zuverlässiger. Aber wir haben leider eine Kartoffelkamera dabei. Wakiso, Central Zone. Okay, wir sind in der Central Zone. Ist schon mal gut zu wissen. Also, Central Zone. Die leider sehr riesig ist, natürlich. Und dann um Wakiso. Wenn wir jetzt Wakiso sehen. Wären wir eigentlich schon einen Schritt weiter. Ich meine, hier ist ja schon wieder Südprovinz. Sub-County, Sississa. Ja, wenn man ranzoomt, hier gibt es richtig viele Dinger. Oh, das ist Kacke. Welcome to Nsagu in Sissa Sub-County Wakiso. Ich meine, hier sind auch ein paar Berge. Bei sowas könnte es auch noch sein, ist auch noch zentral. Kibanga. Da auch hier, nicht? Demuto. Nsagugu. Bis später, Lightro. Sagu, Sagu, Sagu. Sehen wir irgendwas mit N? Hier ist Nakivogo, Nsangi. Vielleicht sind wir auch mittendrin. Wakiso, da ist es. Haben wir? Okay. Jetzt haben wir Wakiso District. Sub-County Sississa. Jetzt suchen wir hier Sississa. Ach, du kriegst die Chlamödien. Da drin in Sassusu Sississa Nsagu. Bazinga. Da bin ich vorhin schon drüber gelaufen, nicht? Aber das habe ich nicht gesehen. Wir müssen uns wahrscheinlich an den Namen der Schule halten, die wir beim Start hatten. Sanga, Seribia. Über Kilo geht eventuell bis da oben raus. Demuto. Aber hier gibt es kein zweites Wakiso. Würde aber diese Hügel hier erklären und auch diese dichte Bebauung. Okay. Hier stand auch irgendwas. Christian Junior Academy Nsagu. Nsagu liegt südlich von Wakiso. Angeblich.
Und wir suchen Kovoko. Wir suchen Promise Christian Junior Academy. Normalerweise sind so eine Sachen eingetragen. Nasana. Fashion Christian. Promise Christian suchen wir. Ja, hier muss man sich ein bisschen anpassen. Und anders suchen. Primary Nabakulu. Und ich meine, ein so ein Ding kann eigene Namen haben. Eine so eine Straßenserie, nicht? Das ist immer... Und wenn wir Pech haben, ist genau der, den wir hier haben, nicht eingezeichnet. Was mich stutzig macht, dass ich einen Sagu nicht sehe. Ich hätte erwartet, das steht so auf der Karte. Da hätten wir schon längst sehen müssen. Aber Kasengeji steht ja auch nicht drauf. Eden Junior High School. Gut, und wir kommen eher aus dem Süden und fahren nördlich. Queen of Mertris. Nasana. Passion Christian High School. Ach, Promise suchen wir. Pff. Mann. Susumwe. Es hätte so gut gepasst. Das ist ja schon eine andere Abteilung, würde ich fast sagen. Also so weit würde ich nicht weggehen. Kasubi? Hatten wir nicht was mit Kasubi? Glory of Christian, Good Times, St. Nicholas, St. John, Hope. Wir suchen Promise, nicht Hope, nicht irgendwas. Wir brauchen Promise, versprich uns doch endlich mal was, Spiel. Wer braucht schon Hope? Wer braucht schon andere Dinge wie Fate? Wir brauchen Promise Christian Junior Academy. Und zwar, wann brauchen wir es? Jetzt brauchen wir es. Advanced International University, Antioch Christian Nursery, Caso Central High School. Treasure Junior. Oh, wir haben alle Informationen. New Hope. Wir brauchen New Promise. Wäre besser. Und New Promise noch besser. Ja, da sind wir schon sehr weit weg vom Wakiso, wo ich hin bin. Kann ich nochmal rauszoomen. Ich meine, vielleicht gibt es wirklich ein zweites Wakiso. Das ist nochmal New Hope. Es wird doch schon sein. Es passt halt doch schon sehr, sehr gut. Leider. Vielleicht müssen wir noch dichter rangehen. Friends World, Skyview. South Africa, Pearl High School. Also Namen können sie sich auf jeden Fall geben, nicht wahr? Das ist wie bei uns kleine Gartenzwerge oder wie solche Sachen heißen. Sehr kreativ. Serenity High School. Aber das Quanda. Sag mir Quanda, 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 Quendo. Habt ihr nicht mal ein Lied?
Katelma Kingdom High School. Peach Primary High School. Passt aber, Peach, die Prinzessin, geht in das Königreich rüber. St. Peter im Pool. Ah, die guten St. Peter im Pool. Numersa. Valet Pub. Ja, Yeri. Ich habe erst Yahara gelesen. Seventh Day Adventist Church, natürlich. Ich weiß halt nicht, ob wir es irgendwie mehr eingrenzen werden können. Aber was kann ich noch sagen? Gegenüber im Nordwesten ist ein Hügel. Was könnte der sein? Aber wir sind hier, okay. Ein Hügel, das könnte der sein, das könnte der sein, nicht? Also, irgendwo auf der Linie vielleicht. Das könnte der sein, das könnte der sein. Das passt schon mal. Und wir liegen recht hoch. So, und beim Start hatten wir doch auch direkt eine Highschool. Und hier darf man sich nicht täuschen lassen, das kann mitten in der Innenstadt liegen. Das ist, hier hinter sind teilweise Häuser und das zählt bei Google als stark bebaute Innenstadt. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Weil hier hinter sind ja durchaus Gebäude, die man nur nicht wahrnimmt. Die sind gut versteckt oft. So, und wir brauchen das hier. Sacred Heart Nalubude. Nalubude. Wakizu District. Kizuwai. Dieses Kizuwai macht mich so ein bisschen. Nicht, dass es ein Wakizu District. In Kizuwai gibt. Oder ein Kizuwai im Wakizu District, weil hier ist District Miyana. Oder gibt es hier Kizuwai direkt in der Nähe? Kiwawu gibt's. Kizuwai. Ich würde sagen, es ist Kizuwai. Kiwesa. Nee, Kizuwai. Gut, es kann anders geschrieben sein, das hatten wir jetzt auch schon oft. Hier ist Kimwanji, Kijanje, Kwawembe. Nsagu. Hier ist Nsagu. Aber nur mit einem U. Das ist ein Nsagu mit Doppel-G und U. Das ist es. Hier sind wir. Aber warum steht denn da dieser andere Distrikt dran? Das ist ja verwirrend. Dass der Distrikt da oben, Wakizu, hier unten dran steht überall. Ngolo. Ja, das passt besser. Nsagani. Vielleicht gibt es hier halt auch noch einen Wakizu, nicht wahr?
Okay, und wir hatten jetzt eine Sacred Heart. Okay, Cisa, hier, Subcountry. Ja, aus der Richtung kommen wir irgendwo. Vielleicht hier unten. Oder hier. Ah, wir haben so viel Pech, wenn... New Hope! Achso, New Hope war ja nicht... Es war ja nur, Promise, nicht? Promise war es, nicht Hope. Mann. Nalubude. Ich meine, gibt es hier vielleicht einen Nalubude in der Nähe? Ich versuch mal ohne die Höhen, die helfen mir nicht mehr. Also direkt würde ich sagen, hilft es nicht. Es könnte natürlich jetzt auch ein Sagu noch woanders geben. Dann sind wir so oder so aufgeschmissen. Maris, bla bla bla, Bayan Learning Center, Budo, Kisoshi. Budo, Budo, Utakeso. We Win Junior High School. Jesus Lifted. Den Namen, ey. Kimume. Henry Mazuba. Fele Sweets. Nagilaka. Macht mich ein bisschen unglücklich. Okay, aber die Straße eben ging nach Nsagu, nicht? Das heißt, es kann auch sein, dass wir hier sind, irgendwo. Und ein Sagu dran steht einfach. Hier ist Wakizo. Da ist ein Wakizo und hier ist noch ein Wakizo. Ist das bescheuert? Hier sind wir. Und deswegen, und das ist die Straße dann darunter. Okay. Jetzt müssen wir nur noch Nalbude finden. Oder die Promise School, das wäre auch okay. Hier ist Wakanda, das hatten wir auch schon gelesen, glaube ich. Muddy. Busega. Bagaga. Mungongo. Wir müssen ja irgendwie auf diese Straße hier kommen. Und entweder sind wir auf der Seite oder ein bisschen weiter oben. Viel weiter weg können wir gar nicht sein.
Ich weiß halt nicht, wie groß Wakiso District ist, aber da da schon eine andere ist, könnte das Ganze hier Wakiso sein. Hier ist Seguku, aber das könnte alles eins sein. Das heißt, wir könnten im schlimmsten Fall auch vielleicht hier sein. Ah. Wir fahren aber nach Norden. Vielleicht können wir da drüber irgendwas ausmachen. Wir fahren auch ein ganzes Stück. Dann fahren wir nach Westen. Wir fahren an einem Berg entlang, nicht wahr? Es brennt. Also unseres ist mit das höchste Ding hier. Das heißt, entweder fahren wir hier oben lang. Das würde hier ganz gut passen. Wir fahren ja nach Norden und gerade dann nach Westen und dann wieder nach Norden. Norden, Osten, Süden, Westen. Also wir fahren so. So, 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 so. Gut, das könnte schon passen, nicht? Oder halt hier. Das würde auch Sisissa und Nsagu erklären. Wenn wir hier wären. Was ist sonst noch so hoch? Das wäre schon Seguku. Da glaube ich nicht, dass wir hier wären. Wakiso ist ja nur da. Ich meine, wir können auf dem hier sein, aber da kommt man nicht weiter. Wir können auch hier hinten sein. Ah, von den Namen passt gar nichts bisher. Jetzt kommt die schöne Aussicht, nicht? Die haben wir schon genossen. Ich weiß gar nicht, von wann die Bilder sind. 2015, ja, hier ist inzwischen alles zugebaut, nicht? Das ist alles Neubaugebiet gewesen. Man sieht richtig hier rechts immer die erschlossenen Grundstücksmasten mit Bezeichnung teilweise oder die angefangenen Gebäude. Das ist, ich meine, ja, fast 10 Jahre her. Da kann hier sind innerhalb von Jahren Großstädte entstanden in Afrika. Die haben manchmal mehr als wir in 30 Jahren hinbekommen, innerhalb von ein paar Wochen aufgebaut. Gut, auch mit Unterstützung von Japan und China, aber was haben wir hier? Family Planning Service. Ja, gut, aber ich sehe vom Namen her nicht weiter. Wir brauchen noch irgendwas Markantes, was wir wirklich finden können. Hier, das konnten wir nicht lesen. Leider, das ist auch irgendeine Primary School, nicht?
Senior Nsagu mit einem. Okay, die sind jetzt hier. Nsagu. Wakiso District. Also, Wakiso ist hier. Irgendwo. Wo warst du, Wakiso? Da. Das ist Wakiso. Könnte das hier halt der Wakiso District sein? Warum auch immer? Nsagu. Aber das Rest kann ich nicht lesen. Junior Isurk Nursery. Ja. Okay, und jetzt kommen wir an die Kreuzung. Iraq Junior School, Nursery and Primary. Jeder Islamic Nursery, Jeddah. Gut, die Frage ist, gibt's die ganzen Sachen noch? Oh. Ah, das kann natürlich sein, dass es die alle nicht mehr gibt. 9 Jahre ist echt lang. Shit, da habe ich gar nicht dran gedacht. Da steht ja sogar Nawakaduku Road. Okay, also wir sind definitiv auf der Nawakaduku Road. Die Höhe ist nur nicht klar. Also eigentlich schon bei Nsagu. Ich würde sagen, wir kommen ja von hier, nicht? Wir kommen aus dem Norden und kommen aus dieser Straße hier. Und fahren über diesen hohen Berg hierher. Wir fahren ja nördlich, nicht? Die ganze Zeit. Genau, wir kommen ja nördlich darauf. Also ist unsere Straße von der südlich weg. Das heißt, wir können hier lang kommen. Khalifa et Abu? Warte. Nee. Und hier ist ein Sago mit Doppel-G. Das geht jetzt nach Süden, nicht? Das ist ein Sago. Also eigentlich müssten wir nördlich davon liegen. So, also wir wissen 2 Dinge. Hier ist die Nawakaduku Road, auf die geht es rauf. Oh, jetzt habe ich sie verloren. Hier. Auf die geht es rauf. Wenn wir nach Süden fahren. Wenn wir von uns aus nach Süden fahren, kommen wir auf die. Wir sind nicht auf der, nicht? Das Ding liegt in der Nawakaduku Road. Der handelt mit Landplots. Yo. Okay, nach Süden kommen wir auf diese Straße. Und da müsste irgendwo in Nsagu, also auf der hier, die Jeddah Islamic Nursery und Primary School liegen. Oder gelegen haben. Isar. Und hier wären wir schon woanders. Okay, dann gibt's die halt nicht mehr. Das ist schlecht. So, in die Richtung geht es auch nach Nsagu. So. Also wir könnten auch doch auf der nur nördlicher liegen. Aber warte mal, wir fahren die ganze Zeit nördlich und kommen dann an eine Stelle, wo es nach... Nee, wir kommen aus der Straße
wo es südlich hier hingeht. Wir fahren aber die ganze Zeit nördlich. Das heißt, wir können schon von da kommen. Ja. Ah, die Promise Church haben wir zum Beispiel auch nicht hier. Okay, und die Straße hier geht Nordosten, Südwesten. Aber auch nur kurz, geht dann nach Westen. Er kommt aus Westen, geht nach dem Südwesten und geht dann nach dem Südosten. Also Westen, Südwesten, Südosten. So. Und die muss relativ groß sein. Gut, aber wer weiß, laufen die Straßen noch so? Wenn die alles umgebaut haben. Oh, shit. Gibt's hier noch irgendwas? Aber wir haben eine so. Die Stelle passt da halt einmal nicht. Und das muss ja richtig so ein Eck sein. Und ich weiß nicht, ob unsere Straße nur zu der Straße führt. Das heißt, wir können auch auf der hier sein. Und die führt nur zu einer Duku Road. Da steht ja nicht, das ist die Duku Road. Wo war jetzt unser Bezirk? Und hier wäre ja Wakiso. Das würde also passen, wenn wir hier wären irgendwo. Und wir fahren südlich. Nee, wir fahren nördlich. Und kommen dann. Ah, das hier ist ein Expressway. Gut, der kann neu gebaut sein. Ah, oh, scheiße. Oh. Diesel, eine Tankstelle ist da, wo die beiden treffen. Ich sag euch, wie es ist. Ich werde nicht herausfinden, wo es liegt. Das ist zu lang her, die Bilder, glaube ich. Fresh Diary Make, Cold Drink. Na, immerhin. For Sale, ja, die alles auch am Kaufen und Verkaufen hier. Was haben wir hier noch? Sindelway Association. Sindelwar. Haben wir hier irgendwo Sindelwar? Auch nicht wirklich, oder? Ah, Mann. Das doch. Kackerino. Gut, wir sind bei 59 Minuten. Und ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Die geht hier nach Norden. Und da geht noch eine ab nach Nordwesten. Also wir haben eine nach Norden und eine nach Nordwesten. Okay, ich gehe noch eine Sache nach. Kann ich da rein? Nee. Wir fahren nochmal in die Richtung. Vielleicht kommt da der andere Bezirk und dann können wir die Gegenseite auf jeden Fall abchecken. Da fahren wir Richtung Osten. Was bist du? Wish of Cod lead by the Holy Spirit Kitsiu Church. Kitsiu. Sehen wir Kitsiu.
Ich sehe Kitemo. Da ist auch Sissa, Sissa. Ah, okay, das kommt auch mehrfach vor. Eventuell kommt das auch noch woanders vor. Okay. Drei, zwei, eins. Was haben wir hier? Center Kitovi. Okay, und hier kommen wir auch auf eine große Straße. Das können wir doch bestimmt lesen jetzt. Okay, Kitovu. Das ist gut. Viele Turm. Kitovu. Das muss doch eingezeichnet sein. Kitovu. Okay, das ist sehr gut. Dann sind wir nämlich doch auf dieser Straße hier. Nicht, wenn wir jetzt hier gerade angekommen sind, hier sind wir. Das heißt, wir kommen von hier. Und das ist auch die Straße, die ich ja an diesen großen Felsen angemerkt hatte. Und dann kommen wir hier an. Ah, das macht Sinn. Und das ist die Trennung eben gewesen nach Nordwesten. Ja, okay, wir haben's. Boah, ich hätte nicht mehr mit gerechnet. Jetzt müssen wir nur herausfinden, wo stehen wir hier. An einer Nord-Süd-Stelle mit einer Straße nach Westen, Norden, Osten, Süden, Westen. Das heißt, irgendwo hier. Die Straße ist relativ lang und geht dann nach Norden. Ja, ob die jetzt noch so drin sind. Und wer weiß, ob die anderen Straßen eingezeichnet sind. So, und wir sind vor der Kurve, die nach Osten führt. Ja, ich würde sagen, irgendwo da, Finish. 5,88 Meter, wir haben es geschafft. Jawohl. Und damit haben wir 18.000 Punkte geschafft. Wup, wup, wup. Wir waren in Dänemark 5 Minuten. Wir waren 10 Minuten in der Dominikanischen Republik und dann Uganda 46 Minuten. Puh, gerade so. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal schaffen wir es.